aus Angst vor Übergriffen, Propagandagesetz hin oder her. Das mit Artem ist meine erste Beziehung. Und ich würde gerne meine Gefühle ausdrücken. Aber ich fühle mich wie in Handschellen. Das macht mich schon ein bisschen traurig. Das Gesetz hat mich schon etwas angegriffen. Es ist unangenehm, dass ich für einen Menschen gehalten werde, der Kindern irgendwie schaden kann. Deshalb versucht Artem bei seiner Arbeit als Radiomoderator ein kleines bisschen aufzuklären. Aber vorsichtig, denn dass er schwul ist, sollen seine Hörer nicht unbedingt wissen. Unser russisches Volk denkt, es ist eine Krankheit. Der Junge hat eben keine schöne Frau abgekriegt, deshalb nimmt er jetzt Männer. Ich versuche, dieses Stereotyp zu brechen, aber sehr behutsam. Ich habe nicht die Kraft, auf alles Einfluss zu nehmen. Und wenn man hört, welche überaus kreativen Lösungen Politik und Kirche für das Problem Schwulsein vorschlagen, versteht man auch, warum. Wenn jemand zu einem Priester kommt und ihm erzählt, dass er diese psychischen Störungen hat, ich bin mir sicher, mit Fasten und Gebet kann man alle diese unrichtigen Neigungen im Menschen wieder ausschalten. Katharina und Jana ahnen, bis sich solche Überzeugungen ändern, werden wohl Jahrzehnte vergehen. Um jetzt etwas zu tun, helfen sie anderen Schwulen und Lesben beim Coming Out, ehrenamtlich. Langfristig hat Katharina aber eine andere Lösung im Kopf. Für mich ist es das Richtige, nach Europa zu gehen und nicht darauf zu warten, dass hier endlich ein normales Leben für Schwule und Lesben möglich ist. Es ist besser, weil man nie weiß, in welche Richtung sich die Dinge hier entwickeln. Ausweg auswandern, auch für Pavel und Artem. Denn selbst wenn die Liebe Kraft gibt, man braucht schon sehr viel davon, um gegen ein ganzes Volk anzukämpfen. Natürlich haben Homosexuelle auch in Westeuropa noch mit Diskriminierung zu kämpfen. Schwule Sau und Schwuchtel halten sich im Ranking der beliebtesten Schimpfwörter hartnäckig auf den Spitzenpositionen. Und wo bitte keine Schwuchtel was zu suchen hat, ist auf dem Fußballplatz. 1998 erhängte sich ein britischer Profifußballer. In seinem Abschiedsbrief schrieb er, schwul und eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, ist hart. Außer man spielt beim FC Stonewall. Da hat man es als Homo sogar leichter. Denkt an das letzte Spiel. Heute müssen wir richtig Druck machen. Was vergangene Woche gelaufen ist, geht gar nicht. Minus 3 Grad, in einer halben Stunde beginnt das Spiel. Stonewall ist der erste schwule Fußballclub Großbritanniens. Gewissermaßen ein sicherer Hafen für die vom anderen, wie sie häufig diskriminierend bezeichnet werden. London kann echt eine harte Stadt sein. Stonewall und andere schwule Fußballclubs bieten eine echte Freundschaft. Ich kann sein, wie ich will. Ich kann sagen, was ich will. Das ist für deine Identität sehr wichtig, dass du weißt, wer du bist. Stonewall gegen West End in der Middlesex County League, das entspricht in Deutschland der Landesliga. Ein wichtiges Spiel. Der schwule Fußballclub wurde 1991 gegründet. Doch in den 22 Jahren haben sich immer noch etliche Kontrahenten nicht an ihre schwulen Herausforderer gewöhnt. Immer noch fallen hässliche Sätze wie "Steh auf, du". Unglücklicherweise leben wir in einer Welt, in der dies noch existiert. Es ist nicht mehr so schlimm wie vor einigen Jahren. Wir treffen immer wieder auf dieselben Mannschaften, inzwischen kennen die uns. Vor einigen Jahren war es viel schlimmer. Da waren deutlich mehr verletzende Worte zu hören. Die Spieler halten zusammen. Vor allem haben sie sich Respekt erkämpft. In ihrer Liga rücken sie mit dem 3:0 gegen West End bei diesem Spiel auf Platz 3 in ihrer Liga vor.
Es gibt keine schwulenfeindlichere Sportart als Fußball. Nur ein Spiel für angeblich echte Männer. Das Geschlecht allein reicht nicht. Der soziale Druck in anderen Fußballclubs ist groß, sich von Schwulen abzugrenzen. Wer nicht diskriminiert, gerät schnell in den Verdacht, selbst schwul zu sein. Nach dem Spiel gehen sie in den Pub. Im Alltag ist die Schwulenfeindlichkeit nicht so massiv. Sie haben sich geoutet, doch das ist die Ausnahme. Vor allem im Profibereich ist es kaum vorstellbar, dass sich ein Spieler zu seiner Homosexualität bekennt. Willst du dir diesen Stress wirklich antun? Mit den Konsequenzen leben? Ich glaube nicht, dass ich das wollte. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich viele erst am Ende ihrer Karriere outen. Wenn sie eine gewisse Reife haben. Nicht, wenn du ein Sportler in den 20ern bist, jung und naiv. Ich fürchte, das wird sich vorerst nicht ändern. I'm sad to say it, I don't think it's going to happen anytime soon, but you know, fingers crossed that it does. Stonewall beim Training. Der schwule Club ist nicht nur auf dem Grün aktiv, sondern auch politisch. Während Sexismus und Rassismus auf der Verbandsebene aktiv bekämpft werden, passiert dies nicht bei der Schwulenfeindlichkeit. In jeder anderen Industrie sind, soviel ich weiß, Schwule vertreten. In der Politik, in der Filmindustrie, in der Unterhaltung. Nur nicht im Sport. Wahrscheinlich liegt es am zwanghaften Männlichkeitsgetue im Sport. Man kann schlecht Diskriminierung verurteilen und selbst diskriminieren. Deshalb ist es folgerichtig, dass Stonewall auch Nicht-Schwule mitspielen lässt. Aber welcher nicht-schwule Mann wagt diesen Schritt? Wenn ich ehemaligen Fußballkameraden erzähle, dass ich jetzt in einem schwulen Team spiele, dann fragen die, warum. Warum ziehst du es vor, mit Schwulen zu spielen? Ich sage denen, also mal ehrlich, die Frage ist doch nicht schwul oder hetero, sondern sind sie gute Spieler? Und das sind sie. Sie spielen zudem in einer guten Liga. Ich komme mit denen klar und es macht Spaß. Und das zählt für mich. Dass hier Heteros gerne mitspielen, ist eine Integrationsleistung, die ihresgleichen sucht. Denn die werden von anderen Heteros daraufhin auch gerne mal gefragt, bist du eine Sch*** oder was? Ein schwuler Fußballclub, okay, ist ja keine Profimannschaft. Dennoch, auch die hartnäckigsten Bastionen der schwulen Diskriminierung geraten langsam ins Wanken. Jüngstes Beispiel, eine Moschee in Paris. Sie könnte hier sein, vielleicht hier oder hier. Irgendwo in Paris jedenfalls ist sie die erste Moschee für alle, in der Schwule, Lesben und Transsexuelle besonders willkommen sind. Wo, das soll erstmal geheim bleiben. Aus Vorsicht, sagen die beiden Gründer, Jérémy Issa und Ludovic Mohamed Saed. Wir wollen jeglicher Form von Gewalt vorbeugen. Schon kleinere Anfeindungen könnten viele Leute, die zu uns kommen, abschrecken. Wir wollen unsere Arbeit darauf konzentrieren, die Leute zu empfangen, die sich, so wie wir, nach Spiritualität sehnen, jenseits von Politik und strengen Geschlechternormen. Ludovic Mohamed und Jérémy, beide Muslime, beide schwul. Jérémy ist vor 4 Jahren zum Islam konvertiert. Bisher sind sie in traditionelle Moscheen gegangen, fühlten sich dort aber nicht immer aufgehoben und wussten, vielen anderen Homosexuellen geht's genauso. Manche Muslime, die schwul sind und vielleicht sehr weiblich wirken, werden schnell missverstanden und falsch beurteilt. Es geht da zum Beispiel um ihre Gesten. Traditionellere Muslime schauen sie dann an und fragen, warum verhältst du dich so oder so? Sich permanent zu rechtfertigen, ist anstrengend. Und dann ist man nicht im Frieden mit sich und mit Gott. Aber genau das will man doch sein beim Gebet. Deshalb die eigene Moschee, wo jeder so sein darf, wie er ist. Rund 30 Gläubige kommen regelmäßig freitags zum Gebet. Der erste Kontakt über ihre Website. Der Islam ist die zweitstärkste Religion in Frankreich. Rund 5 Millionen Muslime gibt es und vermutlich genauso viele Vorurteile. Eins davon, Muslim sein und schwul sein, das kann doch nicht zusammenpassen, oder? Ein Musulman.
Ein Moslem, der schwul ist und gleichzeitig aber aufrichtig in seinem Glauben, das ist überhaupt kein Widerspruch. Dass man meint, dass Homosexualität und Religiosität nicht zusammenpassen, liegt eher daran, dass die Gesellschaft zu konservative Vorstellungen hat. Die Moschee für alle soll mit diesen Vorstellungen aufräumen und auch die Ansichten ihrer Glaubensbrüder auflockern. Dann ist es vielleicht irgendwann ganz normal, dass Schwule, Lesben und Transsexuelle zusammen mit traditionellen Muslimen beten, hoffen Ludovic Mohamed und Jeremy. Doch der Weg dahin, der ist noch weit. Soziale Veränderungen brauchen immer ihre Zeit. Vor 70 Jahren durften Frauen noch nicht wählen. Heute dürfen sie. Es geht voran, aber langsam. Wann wird das alles normal sein? Das heißt, wann werden wir mit unserer Idee Erfolg haben? Ich weiß nicht. Inshallah. Inshallah, so Gott will. Sie wollen uns jetzt hoffentlich sofort Ihre Meinung zur Homo-Familie mitteilen auf unserer Facebook-Seite. Und falls Sie vorher noch mal die ganze Sendung sehen wollen, dann machen Sie das online über unsere Homepage unter arte.tv Europe. Tschüss, Europe. Ich liebe Europa, aber wir haben in Russland bessere moralische Werte.